Du bist 50 und hast die Schnauze voll. Du möchtest Gewicht verlieren, liebe Lady. 30 Kilo Übergewicht, 20 Kilo Übergewicht, 15 Kilo Übergewicht. Alles ist weich, alles schwabbelt hier um den Bauch rum, sieht nicht schön aus. Radikaldiät. Heute bin ich ganz alleine für die Ladies over 50 zuständig, ihr Lieben. Hallihallo. Und jetzt kommt was Spannendes. Beide Ladies, ist es oft auch so, dass die meisten oder ganz viele Ladies über 50, da kommt dann nochmal so das eine oder andere Aufwachen. Und zwar, holla die Waldfee, ich habe zu viel Gewicht, holla die Waldfee, mein Mann findet mich nicht mehr attraktiv, holla die Waldfee, ich gefalle im Spiegel nicht mehr, holla die Waldfee, ich habe Attraktivität verloren, ich bin nicht mehr sportlich. Ich gehöre schon zum alten Eisen und das geht auf gar keinen Fall, liebe Ladies over 50. Da lassen sich die Ladies über 50 manchmal verdammt viel einfallen. Radikaldiäten. Gewichtsverlust, rapider Gewichtsverlust. Da wird runtergehungert, was das Zeug hält. Da wird nur noch Salat gegessen. Da werden die allerschlimmsten Diäten ausgeführt, was auf dieser Welt gibt. Da werden Gelder angezündet, da wird Geld zum Fenster rausgeschmissen. Das ist unglaublich. Ihr glaubt gar nicht, was in dieser Branche Gelder umgesetzt wird, wo überhaupt keinen Sinn machen. Umsatz wird generiert mit der Naivität von Menschen. Umsatz wird generiert mit der Faulheit von uns Menschen. Klar, die wissen das doch. Die Werbung weiß ganz genau, was ihr wollt. Ihr kriegt die richtige Werbung rechts eingeblendet, wenn ihr das Netz aufmacht. Die wissen ganz genau anhand von euren Suchanfragen, was ihr wollt. Dann kriegt ihr genau die richtige Werbung platziert. Für eure Nachfrage. Liebe Damen, über 50, wenn ihr gerade jetzt dabei seid und sagt, ich möchte unbedingt Gewicht verlieren. Ich möchte unbedingt ganz schnell anders aussehen, weil ich nicht mehr zufrieden bin. Liebe Ladies, dann vergesst doch einfach sofort das Wort Diät. Das Wort Diät, unterkalorische Zufuhr an Nährstoffen, wesentlich weniger Radikalmaßnahmen, viel zu wenig Kalorien zuführen, einfach nur Salat essen, Süppchen essen, Rosenkohldiät, Pulverdiät, wie sie alles heißen, weil wir müssen schnell Gewicht verlieren, weil wir innerhalb von 6, 8 Wochen, 10 Wochen, 12 Wochen das wieder gut machen müssen, was wir über 20 Jahre falsch gemacht haben. Ladies, vergesst es. Wenn eine Dame über 50 ist, dann ist die Haut viel, viel, viel sensibler als die Haut einer 20, 25-Jährigen. Wenn ihr es übertreibt, dann schrumpelt ihr zusammen. Das heißt, hier unten, der Arm wird reduziert, aber das Fett bleibt. Und wenn ihr dann so macht, dann wabbelt es hier und das wird nicht besser. Das wird nicht besser. Wenn ihr vorm Spiegel steht und euch nackt platziert, stellt ihr fest, ich habe zwar abgenommen, aber es sieht nicht schöner aus. Es sieht zum Teil viel schlimmer aus wie vorher, weil die Gewebespannung verloren geht, weil ihr Radikalmaßnahmen genutzt habt. Ihr habt zu schnell abgenommen, zu schnell Gewicht verloren. Und das sieht im Spiegel nicht schön aus. Deswegen, liebe Damen, over 50, vergesst das Thema Diät. Keine Diät, no way. Ernährungsumstellung ist hier das Zauberwort. Kommt die rote Karte, aufpassen. Ernährungsumstellung. Liebe Ladies, nur das, was ihr ab jetzt bis an euer Lebensende an Ernährung praktizieren könnt, wird dazu führen, dass ihr im Spiegel auf Dauer gut ausseht. Aber nur wenn ihr es bis an euer Lebensende praktizieren könnt und das Nichtsessen, Salat essen, und Proteindrinks trinken als Mahlzeitersatz und Pillchen und solche Sachen und Spritzchen, das funktioniert definitiv nicht. No way. Könnt ihr komplett knicken, wird nicht funktionieren. Auch hier gilt wieder, schwimmt gegen den Strom oder lasst euch den Strom mittreiben. Ich weiß, wo ihr rauskommt. Ich weiß auch, wo ihr rauskommt, wenn ihr gegen den Strom schwimmt. Der kommt nämlich an der Quelle raus, da wo die wenigsten rauskommen. Ladies, vergesst das Thema Diät bitte. Ernährungsumstellung, nicht runterhungern, sondern wenn ihr was macht, dann trainiert bitte runter. Beschäftigt euch mit Kraftsport, nicht nur Ausdauersport. Ja, ihr dürft auch eine Hantel in die Hand nehmen. Ihr dürft auch schwitzen beim Training.
Glaub mir, Schwitzen im Training ist ein guter Erfolgsfaktor. Also, liebe Ladies, das Thema Ernährungsumstellung ist für euch ganz wichtig. Praktiziert das, was ihr könnt, euer ganzes Leben lang, bis ins Rest in euer Leben. Ist eine gesunde Ernährungsumstellung. Auch hier wieder 3 Mahlzeiten am Tag ist ein ganz guter Mittelwert. Da kommen die meisten ganz gut zurecht. Das ist meine Erfahrung der letzten 30 Jahre. Dass man 3 Mahlzeiten zuführt, keine Mahlzeiten ausfallen lässt, dass wir darauf achten, dass wir ausreichend Protein haben, ausreichend Fette, nicht zu wenig, und dass wir mit Genussstoffen vorsichtig sind, mit den Energielieferanten in Kohlenhydrate vorsichtig sind. Warum? Weil wir keinen Holzhacken mehr haben, weil wir nicht mehr körperlich aktiv sind, groß, in den meisten Fällen. Deswegen müssen wir nicht so viel Energielieferanten in Form von Kohlenhydraten zuführen, wie vor 30, 40 Jahren, weil wir bei weitem nicht so aktiv sind, körperlich, wie es mal war. Also, liebe Ladies, over 50, vergesst das Thema Diät, streicht das Wort aus eurem Kopf. Wenn ihr Diäten betreibt, das zu radikal betreibt, was ich immer lebe, 1-2 Mahlzeiten am Tag, rapider Gewichtsverlust. Ihr schrumpft zusammen, ihr seht ja nicht gut aus, ausgezogene Kleider, mag es ja noch einigermaßen gehen, was schön kaschieren kann, in die Hose reinquetschen, alles ein bisschen eng schnüren, geschickt anziehen, wunderbar. Aber wehe, ihr zieht euch aus und ihr wisst, der Moment kommt, wo euch auszieht, tja, und dann ist eine Mogelpackung und das will keiner haben, auch ihr nicht. Nicht nur die Männer, auch ihr nicht, ihr wollt auch keine Mogelpackung sein, ich weiß das. Linke Ärmchen und so. Ja klar, wenn man immer schön langärmlich ansieht, sieht man sie nicht. Aber irgendwann kommt der Punkt, da ist es warm draußen, da ziehen wir uns aus und dann macht es hier Schwabbelibabbel. Krafttraining ist hier das Geheimnis. Krafttraining. Ihr müsst an die Hantelstange. Ihr müsst Krafttraining betreiben, wie die Männer. Ihr seid auch nicht anders wie die Männer. Ihr habt nur andere Hormone und habt längere Haare und habt hier einen anderen Vorbau. Aber ihr seid muskulaturtechnisch nicht viel anders, liebe Ladies. Deswegen mein Wunsch an euch. Vergesst die Diät, ab ins Fitnessstudio, Handel in die Hand und ordentlich trainieren, ihr Lieben. Das war's, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe oder auch Personaltrainer aus Karlsruhe. Mit dem Thema, Ladies, deine Fitness, deine tolle Optik, meine Aufgabe.